Etwa 20.000 Menschen haben am Sonntag in Berlin beim Fahrradprotest mitgemacht und eine Verkehrswende in der deutschen Hauptstadt gefordert. Sie wollen mehr Platz und mehr Rücksicht für Menschen, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Dafür radelten sie in einer Sternfahrt auf 15 Routen mit Maske zum Brandenburger Tor. Ich brauche Platz zum Fahren, Sicherheit, längere getrennte Ampeln für Autos und für Radler und Fußgänger, getrennte Wege zum Fahren im Verkehr, mehr Zeit für die Radler an den Ampeln, an den Kreuzungen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, der den Protest organisiert hatte, möchte, dass Klima-, Umweltschutz- und Gesundheitsziele in der Straßenverkehrsordnung verankert werden. Die Radfahrerinnen und Radfahrer machen vor der Bundestagswahl Druck. Am Samstag hatte es Demonstrationen gegen den Ausbau von Autobahnen gegeben.